Willkommen zurück. Willkommen. Scheiße, nicht gut. Komm schon, atmen. Ja, sagt Wurst die Meisterin, hey, findest du, dass ich auf der Straße eine echte Bedrohung bin? Das ist mein Fahrstil. Hey, komm, das ist doch mein Fahrstil. Grins. Da mag ich dich so sehr. Aber üben. Im Ernst üben. Oh Mann, ey, ist ja gut. Mein Gott. Ja, ist ja gut. So, was wollte sie jetzt? Also, die wacht in der Garage, ne? Jemand. Ach, da heult sie. Was ist los? Willst du heute sterben? Redet jemand mit mir? Was ist denn los hier? Ich kann mit denen nicht reden. Voller Abenteuer. Das ist ihr Wagen, ja. Und jetzt? Tap. Okay. Okay. Na gut, da können wir nichts machen. Du kannst mit dir auch nicht reden, ne? Steht ja halb nackt da. Ja, was machen wir denn jetzt? Sollen wir jetzt da die Sache verfolgen oder triff ich um Mitternacht mit Panem? Ja, komm. Was trinken, okay. Hier kannst du was verkaufen. Das haben wir alles schon gemacht. Da ist die Garage. Ah, komm. Lass doch mal hingehen. Hallo, ich check gerade noch die Stoßdämpfer. Die Hydraulik muss in Top-Zustand sein. Vor uns liegt eine rasante Fahrt. Hast du gut geschlafen? Wie ein Stein. Und du? Hast du gut geschlafen? Ich glaube, du hattest Albträume. Hast ein paar Mal geschrien. Wirklich? Mach dir nichts draus, ich bin's gewohnt. Als Mitch und Scorpion aus dem Krieg zurückgekommen sind, haben sie sich jede Nacht im Bett gewälzt. Monatelang. Ah, ja. Irgendwann legt sich das. Mhm. Wollen wir es hoffen.
Ist dir was Gutes eingefallen? Für Hellmann, meine ich. Was sehr Gutes. Ja. Pass auf. Okay, ich höre. Der Schraubenschlüssel sind wir. Der Cutter ist der AV. Und da, wo der Schraubenzieher ist, muss der AV abstürzen. Du fragst dich sicher, wie wir ihn dazu bringen. Etwa mit deinem Geschütz? Das kommt woanders zum Einsatz. Damit verpassen wir so einem gepanzerten AV nicht mal eine Delle. Aber es gibt eine andere Lösung. Hier, die Klemme. Das ist ein Satellitenkraftwerk. Erklär's mir nochmal, warum muss man. Warum holen wir den AV genau an der Stelle runter? Sobald er auf dem Boden ist, müssen wir ihn orten und das Ziel mitnehmen. So schnell wie möglich. Und das Terrain da ist typisch kalifornische Wüste. Flach, trocken und leer. Da sind sie uns ausgeliefert. Also, deinen Wunsch im Puls. Kraftwerk. Satellitenkraftwerk? Willst du ein EMP verwenden? Bingo. Aber wie? So einen Impuls können wir nicht gezielt erzeugen. Wetten das doch. Wir fahren zum Kollektor, brechen ein, überschreiben die Kontrollsysteme und heben die Beschränkungen auf. Sobald der AV in Reichweite ist, lösen wir einen elektromagnetischen Turbopuls aus. Sollte die AV-Systeme durchknallen lassen... Sprich, Antrieb, Navi-Systeme... Und Kommunikation. Zappenduster mit einem Schlag. Die haben keine Chance. Wollen wir wissen, dass der AV über den Kraftwerk fliegt? Denk daran, wir brauchen Hellmann lebend. Bist du nicht etwas zu optimistisch? Woher wissen wir, dass der AV über das Kraftwerk fliegt? Wissen wir nicht. Das macht aber nichts. Wirst schon sehen. Wird ein ziemliches Abenteuer, aber du wirst es nicht bereuen. Ich habe alles genau geplant. Vergiss nicht, wir brauchen Hellmann lebend. Wäre schön, wenn nicht nur Trümmer vom AV übrig bleiben, okay? Ich weiß. Ich hoffe nur, er ist angeschnallt. Wenn meine Idee funktioniert, kommt eine ruppige Landung auf ihn zu. Na gut, dann los. Ja, spring rein. Ist kalt. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind nun der stolze Besitzer eines Taron. Gerne bitten wir ihn zu... Tarton heißt es, also eine Anzeige, okay, ein neues Verzeichnis, Wartung und Pflege und so weiter und so fort. Ach, was sitzt denn hier? Kennen wir uns? Ha? Ich hab dich irgendwo mal gesehen. Keine Ahnung, aber irgendwo hab ich dich schon mal gesehen. Und jetzt ja hier. Straße, genau. So, lass mal rauf. Ist gar nichts, ey. Naja. So. Naja. Wem gehört das Kraftwerk? Regierung oder Konzern? Macht das einen Unterschied? Wer kontrolliert denn bitte die Regierung? Ich will nur wissen, wem wir gleich auf den Schwanz treten. Wie? Sieh dich um. Es ist simpel. Alles, was du siehst, gehört einem Konzern. Themenwechsel, ne. Du machst den Konzern gerne Ärger. Wie kommst du denn auf die Idee? Obwohl, wenn ich es mir recht überlege, Rogue, Nash, die Ruffen... Ganz dünnes Eis, wie? Dein Hass kennt keine sozialen Grenzen. Na, dann kannst du froh sein, dass ich auf deiner Seite bin, oder? Ja, ja, klar. Allerdings. Ganz anderes Thema. Was ist das Abgefahrenste, das du je geschmuggelt hast? Also ich musste mal einen echten Lego anschmuggeln. Ernsthaft? Einen lebenden? Ja, er war im Tiefschlaf, in der Kühlbox. Warum auch immer.
Jedenfalls habe ich einen Arsch voll Geld dafür bekommen. Und, kannst du das toppen? Den stellvertretenden CFO von Kaukas. Oh, Gleichstand, würde ich sagen. Tot, im Kofferraum. Na gut, du hast gewonnen. Wir sind fast am Damm. Legen wir einen kurzen Stopp ein. Sinken wir dich mit dem Geschützturm. Ich will, dass du das Geschütz benutzen kannst. Das verbessert unsere Chancen. Verbinde dich. Müssen wir damit echt unsere Zeit verschwenden? Müssen wir. Es sei denn, du hast so eine schon mal benutzt, ohne Hilfe, in Bewegung, unter Beschuss aus allen Richtungen und trotzdem geschafft, etwas zu treffen. Aber irgendwie bezweifle ich das. Also Klappe zu und Stecker rein. Wie verbinde ich mich? Direct Link? Wie sonst. Die Buchse spinnt ein bisschen. Muss manchmal etwas rumwackeln. Bin verlinkt. Moment. Erst eine Diagnose. Scheiße. Ich krieg ständig eine Fehlermeldung. Seltsam. Muss was anderes versuchen. Und hier, Panam, hier kommt Johnny. Mitten im verfickten Nirgendwo. Gute Arbeit, wie... Hey, ich glaube, dein Implantat hat einen Virus. Das in deinem Nacken. Nur eine Mail wäre kein Grund zur Sorge. Die Verbindung ist sicher. Ich habe einen Bioprozessor im Kopf, der unabhängig von mir arbeitet. Wahrscheinlich hat dein Diagnoseprogramm das abgefangen. Mhm. Okay. Aber durch den Direct Link fließen keine Daten raus. Dein Wagen ist sicher. Na gut, ich glaube dir. Ich weiß, du baust keinen Scheiß. Okay. Wird schon schief gehen. Siehst du den Haufen Müll da? Feuer einen kurzen Feuerstoß drauf ab. Ich übernehme die Kalibrierung. Gut, nächstes Ziel. Einzelschuss. Was denn? Wenn du vor dich hinträumen willst, mach das bitte nach dem Kalibrieren. Wo will denn? Was will denn, soll ich denn machen? Was soll ich denn treffen? Sowas hier? Müll oder was? Trifft das Geschützturm. Hä? Das hier? Das hier? Ach, das Ziel. Gut. Okay, ein letztes Mal. Schieß etwas länger. Da. Ich glaub, wir haben's. Na, also war doch gar nicht so übel. Aha, fragt sich nur, wie es mit Zielen, die sich bewegen, klappt. Die Waffe ist kalibriert. Du hast Systemunterstützung. Denk nur an den Rückstoß. Manchmal kann das einen rausbringen. Und, wo ist dieses Kraftwerk? Wirst du gleich sehen. Ich kenne Stelle, von der wir einen guten Überblick haben. Ich will nur sicherstellen, dass hier sonst niemand ist. Du sabotierst ein Konzernkraftwerk, überfällst einen Konzerntransport, entführst einen Konzerner. Willst du dich selbst gern Konzern sagen oder willst du auf was hinaus? Weißt du was? Du erinnerst mich ein bisschen an mich selbst. Vor 50 Jahren. Ohne das Charisma und den riesigen Schwanz. Vielleicht können wir miteinander auskommen. Vielleicht ähneln wir uns tatsächlich. Vielleicht ist da was dran. Was uns passiert ist, muss einen Effekt gehabt haben. Du bist mir ähnlicher, als du denkst. Wirst schon sehen. Das ist aber nichts Einseitiges. Vielleicht wirst du mir immer ähnlicher. Auf keinen. Ist er weg, ne? Nee, der sitzt noch. Er sitzt noch da. Alles klar. Die Gegend sieht völlig leer aus. Keine Patrouillen. Das große Teil da ist der Kollektor. Und siehst du diese Antennen? Jede Antenne empfängt Mikrowellenenergie von Satelliten im Orbit. Die werden dann in Strom umgewandelt. Versorgt das Kraftwerk die ganze Stadt mit Strom? Echt jetzt? Wer weiß das schon? Dann finden wir es gleich raus. Die Antennen laufen die Schnellstraße entlang, wenn wir eine Kettenreaktion im Kollektor auslösen.
wird jede Antenne einen gewaltigen Impuls freisetzen. Und unser AV fliegt genau in unser Netz. Wir müssen den Impuls nur im richtigen Moment auslösen. Holen wir das Teil. Sobald wir am Kraftwerk sind, überlädst du die Systeme. Ich kümmere mich um einen Umgehungslink für den Zünder. Ich sabotiere schon so. Warum fange ich nicht mit den Transformatoren an? Bringe die Grundspannung durcheinander. Der Rest sollte dann schneller gehen. Keine schlechte Idee. Allerdings... Ja, ich weiß. Die Konverter. Aber die sollten kein Hindernis darstellen. Ich fahre einfach alles über das Maximum hinaus hoch. Ich glaube, wir verstehen uns. Und was jetzt? Jetzt warten wir. Sollten unsere Ankunft auf dem Flugplan des AV abpassen. Läuft. Okay. Und los geht's. Hast du sowas schon mal gemacht? Einen AV runtergeholt? Alleine? Nein. Warum fragst du? Ausgabe, weil du ein wahres Plan ausgabst. Der Rutsch hat recht, du hast echt was drauf. Hast du schon was nie mit dem... Hast du noch niemals mit dem gemacht? Kraftwerk, EMP, die Systeme, Netzwerke. Du hast einen Mordsplan ausgearbeitet. Danke, W. Man muss nur die richtige Herangehensweise haben. Ich folge den 3 A's. Bitte was? Abschätzung, Aufstellung, Aktion. Egal, was du tust, du solltest immer 3 Sachen machen. Abschätzen, was du zur Verfügung hast und checken, was vor dir liegt, was also das Problem ist. Dann planst du mit diesen 2 Variablen im Kopf. Nimmst, was du hast, besorgst, was du brauchst, stellst Dinge und Leute auf. Dann gehst du in Aktion. Simpel. Dein Motto würde sich gut auf dem T-Shirt machen. Die 3 A's sind alles, was du für ein gutes Leben brauchst. Außer vielleicht einem kalten Bier. Hast du dir das mit den 3 A's alleine ausgedacht? Ha, nicht wirklich. Hab ich bei den Aldecaldos gelernt. Mitch und Scorpion. Im Krieg wurden die beiden in was Ähnlichem trainiert. Das haben sie dann adaptiert und übernommen. Hat uns schon oft genutzt und das wird es heute wieder. Und das 4. A, wenn wir trotz des Plans am Arsch sind? Dann improvisierst du halt. Okay, wir sind bald da. Ein letztes Mal. Wir fahren rein, bringen das System zum Absturz und verschwinden. Halt dich fest! Könnte etwas... Bist du bereit? Könnte etwas... Bist du bereit? Okay, ich bin bereit. Oh, ich habe noch nicht gespeichert, ne? Drohnen! Die erledige ich. Mach lieber schnell, ehe sie uns treffen! Einmal. Einmal. Schalt diese Drohnen auf, wie? Einmal. Nächste. Viermal. Gut, das reicht. Das okay. Alle? Okay. Mhm. Aber wir müssen uns beeilen. Bäm. Bäm. Das geht gar nicht um. Du sollst ja nicht drüber fahren. Und was macht die denn da? Geh die Steuerung suchen. Ich verbinde den Zünder. Schnell wie! Wir haben es übertrieben, Panam. Siehst du das? Leuchtet und blinkt wie ein Weihnachtsbaum. Bis zum Anschlag. Da hast du's, Mädel. Fuck yeah! Hauen wir ab, bevor es uns auch durchknallen lässt.
denn noch? Nee, jetzt ist nicht. Ja, Johnny ist nicht mehr da. Schade. Wie scheiße, du musst raus da, bevor der Chip kaputt geht. Danke für den Hinweis. Wollte gerade meine Picknickdecke ausbreiten und mich für ein schönes Sonnenbad hinlegen. Ich mein's ernst. Pass auf, die nächste Welle könnte... Johnny? Johnny? Verdammte Scheiße. Scheiße, oh, 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 oh. Ja, ich habe mir das einerseits schon gedacht. Boah. Okay. Ich bin okay. Ja. Es ist okay. Ja. Jetzt. Verpiss dich von hier! Vielleicht nicht der sauberste Job, aber immerhin. Was ist mit dem Zünder? Hat das geklappt? Ja, hat geklappt. Das Signal bleibt auch stabil. Wir müssen nur weit genug wegfahren, damit uns der Impuls nicht auch umhaut. Diese Klippe, dorthin. Von da haben wir die Antennen im Blick. Und dann warten wir. Okay. Hier. Wollte schon immer mal so einen fetten roten Knopf drücken. Woher wissen wir wann? Keine Sorge, ich habe alles im Blick. Warte einfach auf mein Signal und löst dann den Impuls aus. Die werden aus allen Wolken fallen. Und übrigens... Oh. Hm? Wir schießen gleich Kang Tao-Eigentum im Wert von Millionen aus dem Himmel. Wie fühlt sich das an? Zeug hochjagen, genau das brauche ich jetzt. Zeug hochjagen, genau das, was ich jetzt brauche. Und genau wirklich. Das, was ich hören wollte. Merkst du das? Was? Wie ruhig es ist. Das Summen der Stadt. All die Stimmen und Gerüche. Alles weg. Der Wind verstärkt es noch. Hatte schon vergessen, was Stille ist. Mhm. Obwohl, vielleicht nicht die Gerüche. Ich meine, die Kojoten? Schwer zu überriechen. Dachte, das wäre der Duftbaum in deinem Thornton. Haha. Leck mich. Konzentrier dich besser auf den AV. Halt die Augen offen. Ja. Oh ja, yeah. Ein... Da ist er! Kommt aus Pacifica! Alles klar, halt dich bereit. Noch eine Sekunde. Noch eine. Jetzt! Boom, da ist er. Scheiße, was ist los? Scheiß Dreck. Toll, echt toll. Ah, okay, ja, hat funktioniert, hat funktioniert. Panam, die Motoren laufen noch. Scheiße, sie entkommen. Die gehen nirgendwo hin. Wir müssen los. Nur einen Moment. Panam, was soll das werden? Jawohl. So macht man das. Ja, gut, gut. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Den Bastard. Holen wir ihn uns. Diesen Knall kann der sich nicht in der Luft halten. Wir werden landen oder abstürzen. Hast du das mitbekommen? Over. Hey, wie? Ungekennzeichnet. Verliert an Höhe. Mitch! Scorpion! Hey. Scheiße, was machen die hier? Die Generatoren. Von dem AV, ich komm gleich nach. Mitch! Scorpion! Batterie ich bin Panam! Bleibt weg von dem AV! Wiederhole, nicht dem AV nähern! Unterwegs. Wird die Party wohl ohne dich anfangen. Das ist Kang Tao! Wartet auf mich! Oder verpisst euch am besten! Sie wollen den Überlebenden helfen. Aber das sind Konzerne. Sie hören mich nicht. Der Impuls blockiert mein Signal. Scheiße. Ich hab drei auf dem Radar. Drohne. Ja, mach dich bereit. Okay. Wir wollen uns aufhalten. Lassen wir sie aber nicht. Wir müssen zu Mitch und Scorpion. Boah, leck mich am Arsch, ey. Wieder schlecht drin. Problem! Ladeermo! Nicht schon wieder! Ich mach das! Halt dich gut fest! Ich schalte auf Autopilotung! Klemmt! Verficktes Teil! Sie kleben uns am Arsch! Panam! Ich weiß! Verdammte Verschlüsse! Geh nicht auf! Hab's gleich! Panam! Oh, oh, oh! Geh
schon. Okay, jetzt sollte es klappen. Zumindest vorübergehend. Mehr brauchen wir gar nicht. Sollte jetzt gar nicht klappen. Okay, alles klar. Noch was. Was ist denn hier? Da! Hinter dem Hügel! Okay, eine Sorge weniger. Ah, Scheiße! Oh, Anna, bist du verletzt? Scheiße, der Schläger! Kommst du klar? Ich komm schon durch. Keine Sorge. Hey Mann, wo bist du? Hallo? Ja, geil! Einfach weiter auf einer offenen Frequenz labern, damit sie euch garantiert bemerken, was? Ich werd nicht mehr. Irgendwas stimmt nicht. Hast du diese Schüsse gehört? Wie ihnen ist das passiert? Wir checken das. Ich sehe das Wrack, aber weder Scorpion noch Mitch. Abgelaufen. Scheiß drauf. Verbinde dich mit der Drohne. Wir scannen das Areal. Wir brauchen einen Lagebericht. Sehen die uns nicht? Ich aktiviere die Tarnung. Ihre Scanner sind im Arsch. Sie sind blind. Los geht's. Verbindest du dich mit der Kamera? Mhm. Wie? Wenn sie die Aldecaldos haben. Mitch und Scorpion, ich kann einfach nicht... Ich weiß. Verbunden. Hab die Kontrolle. Das kann ich umgehen nach Mitch. Kampfdrohne, wo ist die Kampfdrohne? Wo ist die Kampfdrohne? Wenn wir zu nah kommen, werden wir den irgendwie los? Vielleicht. Dafür müssen wir ihn erst erreichen. Wo ist die Kampfdrohne? Die da oder was? Hä, wo ist denn die Kampfdrohne? Na komm, dann verbrennen wir alles, bitte. Ohne diese verdammten Funklöcher hätte ich sie warnen können. Das ist alles meine Schuld. Warum zur Hölle mussten sie dem AV folgen? Diese Idioten! Vermutlich halten sie Hellmann in, Hey, wir haben Mitch gesehen. Sicher haben sie auch Scorpion. Wir holen die beiden da raus. Falls sie noch leben. Sie leben. Alles wird gut, okay? Vorsicht, der Raketenwerfer zerfetzt uns, wenn wir uns nähern. Ich erledige den Raketenwerfer, gib mir in Deckung, bleib im Auto, du bist verletzt. Ich erledige den Raketenwerfer, gib mir von hier aus Deckung. Du bist schon halb zerfetzt. Red kein Scheiß, das ist nur ein Kratzer. Lass uns den Raketenwerfer erledigen. Nein, du bleibst im Auto.
entschuldige, aber du würdest mich nur aufhalten. Verdammte Scheiße, wie? Das sind meine Leute da draußen. Hör zu. Sobald ich den Raketenwerfer erledigt habe, melde ich mich. Dann kommst du und hilfst mir mit dem Rest. Deal? Aye, aye, Sir. Ich hab immer noch Mitchs Gewehr. Ich geb dir von hier aus Deckung. Gute Idee. Also los. Okay, sieh die Abstelle an. Okay, die machen wir. Können wir jetzt speichern? Können wir jetzt mal speichern? Zu speichern. Wir machen das aber anders. Spiel speichern. Und hauen hier mal gerade die Speicherer. So, genau. So, hier haben wir mal so. Das werden wir bereuen. Schalte den geschützten Auseinandersetzung gut Einsatzkräfte. Wollen wir erstmal gucken wir uns das mal ganz. Los, wie holen wir sie uns? Ganzes Spiel mal einfach mal an. Schalten, gucken jetzt erstmal das Spiel mal gerade an. Verdächtiger wird lokalisiert. Du wirst aufgefordert, dich zu zeigen. Verdächtiger wird lokalisiert. Warte mal gerade, warte mal. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Okay, da muss man anders machen. Muss man gleich mal gucken. Schaut ja erstmal weg hier.
Kann ich nicht. Schalte die Geschütztürme aus. Sollte sie den Kirchturm eingesetzt haben. Das sind die Geschütztürme da hinten. Das sind die Geschütztürme. Ja. Ja, mit, ist auch noch was. Mal gerade ein bisschen. Ah, das sind Geschütztürme. Okay. Habt ihr jetzt mein Auto geholt? Anders. Machen wir so. 3, 2. Ja. Überlegt gerade. Wie wir das am dümmsten machen. Das klappt nicht, ne? Okay, pass auf. Ach, scheiße. Hier. So, die Frage ist, was machen wir hier? Das ist Geschützturm. Geschützturm. Speichern kann man nicht, ne? Ich meine, ich kann nicht speichern.
Der Weg ist frei. Komm zu dir. Deckung. Okay, sollen wir mal warten? Erstmal hier alles abgrasen. Ja, wäre besser, ne? Dann erstmal alles abgrasen. Also ich mache jetzt erstmal, speichere es gerade mal hier. Hab ich jetzt gespeichert? Ja, habe ich gespeichert. So, war aber ein schöner Kampf. Ich bin nicht totgegangen. Das ist nicht herrlich. Warte, ich muss jetzt erstmal gerade hier ein paar Sachen suchen. Hier habe ich noch was gefunden. Da war noch mehr. Ich meine, hier hinten noch. Na komm! Ehrlich. Ey, ich will das Ding haben. Hab ich das jetzt? Nee. Nee, da gibt mir das nicht, Scheiße. So viel Zeug schläge ich da noch rum. Boah, ehrlich. Warte mal, ich will mal gerade mal alles aufsammeln hier erstmal. Das hat keinen Sinn. Stressball. Machen wir nachher hier. Da hinten ist auch noch was. Boah, was liegt denn hier noch alles rum? Natürlich aufpassen. Auch noch Zeug hier. Sag mal, lag hier noch was? Scheiße, ey. Echt ein bisschen suchen, leider. Ich glaube, hier wäre noch was. Da hinten ist noch was. Was auch immer.
Okay, mal wieder nicht. Manchmal ist es schwierig. Mein Auto ist auch da. Da liegt noch was, ein grünes. Hier liegt noch, ja, aber gut, das haben wir jetzt nicht gekriegt. Ich krieg das nicht. Na ja, gut, komm, dann lassen wir das zu den anderen gehen. Das ist noch das grüne Teil. Ja gut, dann war es das eigentlich, ne? Ey, jetzt geht mir auf den Sack, dass ich das nicht kriege hier. Das haben. Tja, ja. Das ist so eine Scheiße, glaube ich. Scheiße, like. So, ich würde sagen, das war's für heute. Bevor wir reingehen, war's das für heute. Ist vielleicht besser, ich jetzt mal die Folge beende hier. War schon eine schöne Folge, fand ich. Hat Spaß gemacht. Aber weil ich das nicht begreife, die ist, hat Aua, 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 ne? Aber steht hier. Alles klar, ich wünsche euch was. Ich speichere und ich speichere mir das einfach mal ab hier. Bis zum nächsten Mal bei Cyberpunk. Ciao.